Hey Leute, ich bin's wieder, euer Doritos XP, und ich spiele heute mal wieder LOL. Und zwar Blitzcrank, Riot Blitzcrank, um ganz genau zu sein. Und zwar als Support, aber ich spiele nicht irgendwie Support, ich spiele AP Support. Weil ich einfach Bock drauf hab. Und zwar wird das ein lustiges Spiel, nehme ich mal an, weil ich befürchte, also ich mache das nicht mit Absicht, aber ich befürchte, ich bekomme viele Kills. Also ich werde sozusagen Kills stehlen. Mit meiner Passive von meiner Ulti oder mit einem Crab oder mit dem E oder mit meiner Ulti an sich und ja. Auf jeden Fall ist Support auch nicht gerade meine Wunschlane, aber ich habe auch nichts dagegen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt raussuchen könnte, ob ich jungeln gehen würde oder supporten, würde ich immer den Support bevorzugen. Ich probiere es mal. Nö. Und ja, weil der Jungle hat einfach so viele Aufgaben, zum Beispiel das richtige Ganken, gutes Timing. Ja, okay, den Jungle an sich ist ja nicht so schwer. Und ja. Aus dem Grund, beim Support, da kann ich mich einfach besser auf mein ADC konzentrieren und alles und ja. Jetzt am besten nicht so viel Schaden abbekommen. So, es muss reichen. Der Hicker ist auch schon ein großes Pferd. Ja, mein Team besteht aus, was war's? Algerien? Oder sowas. Ach ja, die Botlane besteht aus beiden Gegnern aus Wullybear und Ashe. Bei uns ja Blitzcrank und Ashe, also ADC sind die gleichen. Und ja, keine Lust. Ah, die haben es schon direkt gewordet. Ja, jetzt muss ich mich ganz kurz entschuldigen. Ich muss kurz meine Maus aufladen und deswegen sehen wir uns gleich. So, ich habe jetzt auch nicht viel verpasst. Ich musste eh bloß hinten stehen. Hab zwar ein bisschen XP verpasst, aber ja, nicht weiter schlimm. Ja. Also ihr müsst wissen, meine ersten Crabs sind immer die besten. Nein, Spaß. Auf jeden Fall wird es noch besser. Ja. Was kann ich noch dazu sagen? Also ich würde sagen, es ist eine lustige Runde. Ich mag Blitzcrank, auch selber wenn ich ADC spiele, ich liebe es, den Blitzcrank supported zu bekommen. Nur ich kann die Hitbox von dem Q voll schlecht einschätzen, zum Beispiel. Ja, also das geht jetzt auf jeden Fall. Müsste jetzt auch direkt sterben, wenn mein ADC mitmacht. Oh Gott, okay, ich muss flashen. Oh, unser Heker geht ab. Ich kann den Ton kurz ein bisschen lauter machen. So, ich hoffe mal, dass... Nein. So müsste es passen. Ja. Der Minion hat mich genervt. Wenn der Ash hier steht, wird sie... Oh Gott. Ach nein. Ich wollte gerade hier stehen und dann crappen, deswegen. Es tut mir leid. Okay. Kein Problem, das wird noch, sagte ich und sterbe.
Digga, man muss immer positiv denken. Die Ash hat einen Kill bekommen, der Hacker kommt jetzt, holt sich die Ash, wenn's gut läuft. Oder stirbt wahrscheinlich selber. Ja. War keine schlechte Idee, aber da hätte man auch drauf kommen können, dass einfach, wenn man mit dem E-Skill auf die Ash drauf zurennt, dass dann halt direkt der Wullibär kommt und den und es eben nicht zulässt. Deswegen komme ich jetzt und ja. Ja. Ich weiß nur. Aber ihr könnt auch nicht erwarten, dass ich jetzt gerade der beste LoL-Spieler bin. Und deswegen werdet ihr das alles verstehen, weil ich würde mal behaupten, jedes Lernen von der Lane ist schwer, also jeder Anfang ist schwer. Und ja. Gebt mir einfach eine Chance, ich will mich auch verbessern. Und ja. Die Ahri. Oh Gott, das wird scheiße knapp. Ja, nice. Genau in dem Moment komme ich auch ein Level ab. Vom Farm her hat die gegnerische Ash 3, Ash 30 und unsere Ash auch. Man hat halt die andere einen Farm mehr und das ist ungefähr, würde ich sagen, zählt so viel wie 25 Farm und sie hat 2 zu 0, alles klar. Positiv denken, dann gibt ihr Dead gleich mehr. Weil ich soeben entschieden habe, dass sie stirbt. Okay, sehr gut, dass ich nicht getroffen habe. Und ja. RIP. Oh Gott. 3 zu 0 Ash, ja. Was soll man dazu sagen? Late Game. Ja, ich brauche echt meine Ulti. Ja, schieß mich doch noch mehr an, Mann. Meine Fresse. Ich wollte eigentlich nur die Minions holen, aber nein, lässt sie ja nicht zu. Ich habe einfach keine Rüstung. Okay, ich glaube, ich werde das. Ich werde mir gleich erstmal Rüstung kaufen. Und dann später erst ein bisschen auf AP gehen. Tower mal einmal mit, ja. Okay, ich glaube, die Ash hat echt vor, mit ihrer Ulti mich gleich zu hitten. Dann rennt der Wullibär her und. Ihr wisst, wie ich meine. Aber nee, läuft nicht. Schieß doch drauf, Ash. Okay. Also, selbst... Ja, egal. Die Ash ist schuld. Ich kann nicht schuld sein, die Ashe ist immer schuld, also. Komm jetzt ein Q und fertig, dann ist die weg. Abgerippt einfach dann. LOL. Wieso? Naja. Das wird noch. Kopf hoch. Ja. Genau, jetzt schaffe ich es erstmal auf Level 6 gleich direkt. Und ich werde jetzt mal kurz den Jungle warden. Weil, wie gesagt, der Nautilus gerade eben schon richtig eklig gegankt hatte. Weil wir jetzt einfach zu weit vorne waren ohne Ward. Und ja. Trifft nicht. Boah, hat sie die Flora getroffen.
Okay. Ja, die wollen jetzt den Tower holen. Aber nee, nicht mit mir, ich bin ein großes Blitzcrank. Ich bin ein Polizeiroboter. Wenn gleich die Ash-Ulti kommt, nur um mich zu töten, dann kann dann schon sagen, es ist Mobbing. Ich glaube schon, weil... Ja, hier kann ich auch gerade kein Crap, tut mir leid. 5, 4, 3, 2, 1 und mach. Nice. Jetzt gehe ich auch mal Base, weil ich einfach keinen Mana mehr habe. Ich habe einfach keinen Mana mehr. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ja, sehe ich genauso. Jetzt warte ich einfach, bis ich das Item holen kann. Und ja. Dann habe ich eben beschlossen, gehe ich doch lieber auf Tank, weil, ja. Einfach, weil es sein muss. Und dann hole ich mir wahrscheinlich noch Eisborn. Einfach wegen Glanz. Ja. Dann zu dem nächsten Thema, das ich eigentlich auch direkt noch ansprechen wollte. Und zwar ab morgen beginnt die neue Season. Dachte mir einfach, deswegen mache ich das Video noch. Oh, sehr schön. Um euch einfach noch zu sagen, dass ich ab morgen, schätze ich mal, Ranked spielen werde, die ich dann in einer neuen Playlist veröffentlichen, also in meinen Videos halt zeigen werde. Also ich mache eine neue Playlist, wo stehen wird neue Season Ranks oder sowas oder Season 2015 Ranks. Und ich euch da dann zeigen werde, wenn ich aufsteige, absteige, keine Ahnung. Gewinne, verliere und ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach, ja. Die beginnt morgen, also ist es jetzt wahrscheinlich meine letzte Runde LOL vor der neuen Season. Und meine Main Lanes werden der nächste Season, werde ich schon mal ankündigen, die ADC Lane sein. Also AD Carry, dann Mitte wird so meine Hauptlane sein, Top Lane dann Van, dann Tank. Aber mal schauen, was so alles läuft. Und ja, ich werde mit vielen Freunden spielen, was ich auch noch ankündigen werde. Und ja, beispielsweise mit Zoro LP. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich meine, ich glaube, soweit ist alles klar. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Nein. Oh. Ups, egal. Okay, er bekommt keinen. Ich habe kein Mana für ein Q. Okay. Ja, Playlist. Ragcats und Ultimate Bravery. Man versucht das mal auszusprechen. Warte, warum kaufe ich mir denn das eigentlich? Ja. Werde ich auch machen. Allerdings nicht in den Ranks, weil dafür ist mir die Season dann einfach zu wichtig. Ja. Natürlich, ich denke, Feed the Beast wird auch noch ziemlich oft kommen. Nebenbei noch andere Projekte. Ich habe noch ein paar in Planung, denke ich mal. Wenn alles so laufen wird, wie es soll. Ja. So viel dazu. Und jetzt wird es eigentlich bloß wieder weitergespielt. Jo. Also morgen neue Season 2015. Schaut auf jeden Fall rein.
Das wird auf jeden Fall interessant und lustig zu sehen, wie ich entweder abscheiße, gewinne oder. Ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Season dann auf Gold zu kommen. Minimum, also mein persönliches Minimum. Und viel dazu zu lernen, also ja. Oh Gott, warum bekomme ich immer die Scheißkills? Jetzt werde ich erstmal heftig abgerippt, abgerippt, abgerippt. Ja, ich sollte aufhören zu singen. Tut mir leid für eure Ohren, ihr könnt mich anzeigen. Wegen kein Blam was. Party und Botlane. Ja, Party hart. Oh, da kommt die noch weg. Nein, doch nicht. Okay, das sieht richtig cool aus, oder? So, Ash neben Ash, Blitzcrank liegt hier, hier kommt ein Fight, die Arena wird abgerippt. You could have sent an invitation. Ja, ich werde mir jetzt mein Warding Stone kaufen und dann warden, wie der Name schon sagt. Beispielsweise Drake, Baron in ein paar Minuten und ja, ebenso die wichtigen Sachen, ne? Und ich brauche auf jeden Fall noch Boots. Ist mir gerade so aufgefallen, als ich so mein WSG reingehauen habe und nicht über 500 gekommen bin. Was passieren kann, wenn man Homeguard hat und in der Base steht und dann 5er Boots hat und. They have Drake. Sie haben Dragon. Ich freue mich schon auf meine Partyspiele, wie ich es gerne nenne, also die 1 gegen 1. Und jetzt wird der Wolibär gefistert. Ich habe den Klopp gerade voll aus der Ulti von Ding rausgeholt. Rausgeholt. Aber juckt mich nicht, weil ich habe einen Assist bekommen und das war immerhin Wurf. Ist ja nicht mein Problem, wenn der einfach Ulti raushaut. Okay. Der Flash unnötig, ich dachte einfach, die Nautilus-Ulti geht trotzdem noch weiter, obwohl er tot ist. Also ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen verstehen. Wusste ich nicht, also das lag einfach an Dummheit. Sagen wir es so, wie es ist. Es war Dummheit. Ach, schade. Ja, jetzt haben alle so angetäuscht und keiner geht jetzt trotzdem Base. Oh, oh, dieser Minion, Mann. Komm. Ey, schau raus. Ja, dann geh doch mal bis meine Fresse. Wenn der Nautilus jetzt noch mal kommt, man. Ich hab einfach. Oh, okay. Okay, ja, das war nice. Nice gedodged, ich hab's gewusst, ich geb's zu, ich hab so X-Ray-Augen. Ich kann durch die Dunkelheit schauen. Brauch nie Mana. Als ob. Ja. Warum kaufe ich mir so viele Tränke? Einfach weil ich es kann und Langeweile habe und das Bedürfnis habe, mir irgendwas kaufen zu müssen. Obwohl ich hier oben trotzdem schon alles voll habe, deswegen sehr kompliziert für mich sein wird, die Tränke zu benutzen. Nein, auf 3. Aber auf 5 dann mein Mana-Pot. Oh, geslowt. Ja, jetzt hast du es mir gezeigt, Ash. Du hast so recht. Ja, Hekarim, das war perfekt angetäuscht. Ja, und ich dachte gerade im ersten Moment, ich hab den. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Nein, ich sagte nein. Okay, ich bin am Arsch.
habe getan, was ich konnte. Ich hätte den Nautilus nicht fokussen dürfen, aber der war einfach so verführerisch. Guck, nein. Entweder den oder den hier. Ja, ich bin sogar zu schlecht, um da drauf. Nein, egal. Okay, Moment, bei denen sind zwei gestorben. Bei uns, glaube ich, auch. Aber die haben einen Tower bekommen. Oh mein Gott. Stop tryhard, Mann. Stop tryhard. Stop tryhard. XD. Ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Ja, ich brauche meine Boots, eindeutig. Da hole ich jetzt kurz meine Ulti raus. So, ich stelle mich so rein und... Boots. Jetzt. Oh Mann, oh Gott. Da muss man trotzdem warten, oder? Ja. No air. Ja, dann geh nicht so weit raus, mein Freund. Beziehungsweise meine Freundin. Travis ab. What is die Fira? Da ist das Vieh, das Mistvieh. Lasst sie uns holen. Macht irgendwas. Oh Gott. Kato sollte auf Drake. Hey, da hat die Ashe ihre R wieder. Oh mein Gott, da ist da ein Bullybär. Ja. Danke, Ashe. Für deinen 20.000 Stunden Stun. Das war schlecht, Garen. Das weißt du. Ich habe keine Mana für die Ulti, oh Gott. Jetzt hatte ich sie, aber es hat nichts gebracht, außer... Töte sie, bitte, bitte. Ja. Nice. Hm. Warum ich mache, weil ich gerade überlege, ich schätze mal, das war überhaupt nicht worth. Wenn wir Pech haben, verlieren wir den Tower. Nein, tun wir nicht. So viel Pech haben wir dann doch nicht. OMFGGGGGG. Ja. Genau das, also genau dieselbe Anzahl an Gs wollte ich gerade ausschreiben. I have to do all. Ja, Ari, du hast zu Recht. Gefällt euch das auch immer, wenn Ari, ja, wenn Aris, genau. Wenn Leute einfach sagen, so, ja, ich mach alles hier, ihr macht gar nichts, deswegen ist es auch ein Teamspiel, ich habe deswegen auch 8 Assists. Gott. Und ja, wie gesagt, Ari macht alles alleine, deswegen gehen wir jetzt alle AFK. Flashen, ja, egal, YOLO. YOLO Hipster Flash. Jetzt Sonjas. Nice. Und überlebt, blip. Ja, nice. Das war zwar mehr Glück als Skill, aber es zählt als Kill, also. Gut gemacht, mein Freund. Nein, never surrender, meine Freunde. Never surrender. Ari, das willst du nicht, deswegen ist mein Farm.
Alpha ist mein Farmtor. Richtig. Es ist deiner auf meiner Botlane. By the way, ein Supporter, der ein Farm ein bisschen hat zumindest. Also, ich brauche auch Geld. Ich muss auch irgendwie um die Runden kommen. Ich muss auch mein Essen bezahlen, meine Miete bezahlen und ja. Ich weiß, dass du es willst, Ash. Wow. Damit habe ich gerade nicht gerechnet mit der Seife. Oder wie auch immer. Ja. Ich weiß, okay. Cry, Ari. Macht sie ja schon. Niemand entkommt. Mohaha. Oh, ich tank gerade den Tower. Nice. Ich würde mal sagen, der Teamfight war doch schön, oder? Gott, er war so schön. Hashtag Slow. Run, Boy, run. Einfach provokativ hier Base potten. Einfach, weil ich es kann und der Wullibär ist voll No-Skills. Und ich meine Items nicht kaufen kann, weil ich jetzt schnell dahin rennen muss, beziehungsweise kann. Okay, da habe ich doch noch ein bisschen Zeit. Hashtag Crab Farm. Ich hasse es so, wenn man Hashtag sagt, deswegen mache ich es gerade. Also das sollte eigentlich bloß ironisch dargestellt werden. Und ja. Jetzt habe ich das, dann kommt das. Und bei denen ist AP. Hey, die haben gar kein AP. Lol. Ich weiß, ich bin richtig ein schneller Junge. Oh, den hole ich mir. Ha, nehm den Wort. Ja, ich zeig's dir, Wort. Ha, du bist gestorben. Du hast gegen einen Blitzcrank verloren. Ja. Das Item war irgendwie nur für den Anfang gut. Selbst da, ich hätte mir, glaub, lieber Relic-Schild kaufen sollen. Also, ja. Egal, geht trotzdem. 12 Assists ist nicht das Beste, ist nicht das Schlechteste. Ich hab... Mein ADC hat mehr Assists als ich. Okay, ich bin richtig schlecht. Aber es ist lustig. Ich lieb's einfach Blitzcrank zu spielen, weil du... Weil es einfach lustig ist, wie du die Leute crapst. Und man von Baron immer so Dinge vor den Arsch geschoben bekommt. Ja, ich hau, glaub, dem wirklich den meisten Schaden raus von unserem ganzen Team hier gerade. Ich sollte die, glaube ich, echt gerade nicht crappen. Sie hat's versucht, aber jetzt, wenn wir jetzt Glück haben, können wir jetzt einfach finishen. Und zwar, indem wir einfach durchrennen, so wie ich das gerade voll gut vormache. Wir warten, bis die da stehen.
ich einen rauscrab beispielsweise und dann den ihr ganz Team abgerippt wird und wir dann einfach easy win haben. Und zwar ganz genau so. Und jetzt kann man schon fast sagen, GG. Oder auch nicht. Eher für die GG. Boah, da war ich echt ein bisschen zu schnell. Gut, oder auch nicht gut. Wie viel gibt denn das Item? 146, das lohnt sich ja voll nicht. Wie lang bin ich? Okay, nein, wir haben nicht verloren. Das ist gut. Doch ist es auch schön. Oh nein, bitte nicht. Komm schon, Bruder, mach das nicht nochmal. Ich weiß, du kannst es besser. Oh Mann. Jetzt, Moment, ich versuche es. Nein, ich dachte, da ist der Zed. Ach, fuck. Ich meine, oh, shit. Das soll immer noch jugendfrei sein. Nice. Der Crit war richtig toll getimed, also es hat so ein Zufall, aber richtig ein schöner Zufall. Schade, ich hätte gedacht, hätte ich getroffen. Ha, hätte ich gedacht. Ha. Nicht lustig. So, dann hochwerfen, dann Randuins, dann so, dann weglaufen, dann sterben. Anstatt einfach die Ash. Oh nein, da, nein, 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 da ist die Führer. Ich will der allerbeste sein. Stelle ich mich hier rein, weil da erwartet mich, schätze ich mal, Kai. Oh Gott. Ja. Komm, Ari, schau nicht auf die Map. Nein. Nein, bloß nicht. Nein. Oh Gott, ist die... Sch ja. Really? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Immerhin kann man sagen, ich bin für den Wolibär gestorben. Wir müssen eindeutig Führer fokussen. Oh mein Gott. Nice, die Ashe richtig gut. Ja, meine schönen 900 am Anfang. Sieht so ein bisschen übertrieben aus, wie man da am Anfang, wie man da einfach durchrusht. Und ich hoffe jetzt nicht, dass die Führer. Nein. Aber sie ist. Nein. Okay, Wolibär ist bei ihr. Wait. Nice, okay. Jetzt kann ich's echt sagen, wir haben gewonnen. Weil einfach, was wollen sie machen? Sie können nichts machen.
Na, man kann es ja mal versuchen. Boah, hätte ich meinen Crab einfach getroffen. Okay, wisst ihr was? Ich sag einfach gar nichts mehr. Einfach, ja. Ich könnte natürlich auch alles verkaufen und mir eine KDU kaufen, dann durchrennen und dann einfach alles wegwischen, aber. Nee, wäre doch viel zu einfach, oder? So, jetzt lohnt sich's. Jetzt Iceborne. Und aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus, die Runde für uns, weil wir einfach besser pushen. Beziehungsweise halt wir besser in den Teamfights gerade klarkommen als die. Und einfach, ja. Einfach ist. Und natürlich, weil ich halt jetzt mein Eisbahn habe, geht es jetzt auch richtig ab. Wenn wir jetzt einfach Drake machen, nein. Wäre ich da jetzt gewesen, können wir auf jeden Fall rausholen. Egal. Schade. Läuft. Jetzt aber GG World Blade Team. Was schön alles voll worden. Jetzt noch. Yay, Dancing. Victory. Alles klar. Mein Support- und Ankündigungsspiel für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auch teilweise echt ganz okay und lustig. Und deswegen sage ich einfach mal Ciao, bis zum nächsten Mal und viel Spaß in der neuen Season. Ciao.